Was denn der? Ist ein Spiegel? Ich kann schon wieder eine Tentakel anklicken. What? Ah! Großer Krake taucht während des gegnerischen Zuges ab. In dieser Zeit greifen sich entgegenstellende Kreaturen dem Besitzer direkt an. Okay. Ich weiß nicht, ob ich dich drin haben will, aber ich schmeiß dich, glaube ich, einfach mal testweise rein. Wenn nicht, dann wirst du durch wen. Wo bist du? Ob da. Okay, Skelett weg und bald den da reinholen. Mal gucken, ob der irgendwie von Nutzen ist. Wahrscheinlich nicht. Hä? Ich kann mir das Teil nicht angucken? Hi. Okay. Merkwürdig. Jetzt ist die Sache, will ich da hinten nochmal zurück und versuchen, Karten zu kriegen. Ich könnte es ja mal versuchen, aber ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da jetzt noch weitermachen soll. Kann sein, dass der Schlüssel, den ich bekam, schon alles ist, was ich kriegen konnte. Kein Totengräber. Oh hey, aber diese Karte dafür. Warte mal, ich versuche mal was mit dem... Mit der Attrappe da. Kann man da wirklich gerade Punkte farmen gehen, wie blöde? Oh, scheinbar wirklich. Nett. Klatsch das erstmal so hin. In der nächsten Runde habe ich 4. Das heißt, ich kill den und ich habe keinen Punkt dazu gewonnen. Oh, wow, ich bin ein Superheld. Sei denn, ich kill einen. Ha. Oder ich kill noch einen. Okay, das sind 2 Damage. Das ist 1. Oh, ich merke gerade, ich müsste ja was opfern, ne? Oh. Großer Krake taucht während des gegnerischen Zuges ab. In dieser Zeit greifen sich entgegenstellende Kreaturen den Besitzer direkt an. Okay. Es ist alles Mist, was ich hier gerade habe. Ich könnte löschen wieder. Mal gucken, ob dabei was Gutes rauskommt. Okay. Ja, das ist schön, aber ich habe keine Karten zum Legen. Mal gucken, was ich danach bekomme. Was ich danach bekomme? Okay. Der wird so oder so, egal wie, nur 2 Damage machen können, falls überhaupt. Wegen dem Arsch. Also wäre es besser, eigentlich die Karte zu ziehen. Wobei, der kostet aber mehr.
Stimmt. Das wäre dann eigentlich besser, wenn ich das so mache dann. Oh, es sei denn, wenn er jetzt den angreift, macht er keinen Damage. Das wäre natürlich sehr blöd. Kann den löschen. Und diese beiden raus. Und mal gucken, was der macht. Bestimmt nix. Oh doch, der greift noch an. Cool. Na, immerhin. Also man kann wirklich hier Punkte farmen, wie blöde, wenn man möchte. Das ist nicht verkehrt, eventuell. Wobei, vielleicht muss ich das sogar machen. Um Karten zu bekommen, weil da vielleicht irgendeine Art von Secret ist, das man vielleicht zwar nicht benötigt, aber vielleicht haben könnte, sollte. I don't know. Gibt es überhaupt verschiedene Enden von dem Spiel? Ich habe keine Ahnung. Da haben wir einen Totengräber. Wir haben einen Totengräber. Und kriegen wir sonst wie wo noch einen Totengräber? Wahrscheinlich nicht, wa? Was? Wie, was? Wie hat sich nur die Karte verändert und die da bleibt oder wieder was? Das ist ja blöd. Mir fehlt aber ein Totengräber, richtig? Ja, ich habe nur einen. Ich könnte ja versuchen, noch ein paar weitere Kartenpacks mir zu kaufen. Ich weiß aber nicht so viel, ob das so Sinn macht. Ich weiß nicht so richtig, ob das Sinn macht. Weil mir fällt übrigens ein, ich weiß zum Beispiel manche Sachen gar nicht, was was es mit den Sachen auf sich hatte in dem vorherigen Part, wo ich da in der Hütte war. Weil ich hatte ja zum Beispiel eine Karte gehabt, die einfach nur weißes Rauschen war. Oder, ja auch, oh, ich hatte eine Pflanze gefunden. Der komische Schleimer im Glas. Ich habe keine Ahnung, was es mit den Typen, mit diesen ganzen Sachen eigentlich auf sich hat. Ob da irgendwie noch was gemacht hätte werden können. Oder ob das quasi viel zu spät mittlerweile ist. Funktioniert ja scheinbar. Von daher. Wäre vielleicht nicht verkehrt. Ah, jetzt kann ich das nicht machen, oder? Haben, dass der hier den da ganz nach rechts schiebt. Wie groß kann meine Hand eigentlich sein? Nicht, dass mir am Ende auf einmal Karten aus der Hand fallen. So wie manch anderen Spielen. Oder beziehungsweise keine Karten mehr auf die Hand nehmen kannst. Weil zu voll. Das müsste ein Damage sein, ne? Ja. Okay, in der nächsten Runde würde er 3 Damage machen. Hätte ja gern meinen anderen Mantis-Gott, aber Pech gehabt. So, das müssten jetzt 3,
5, 7 Damage sein. 5 davon werden mir, glaube ich, angerechnet. Kann doch recht schnell dann Kartenbooster dann eigentlich farmen. Mach noch einmal. Okay, den behalte ich diesmal. Oh, ich habe alle drei Mantis. Das ist cool. Ich weiß nur nicht genau, wie ich das jetzt alles nutzen möchte. Wait, what? Warum hat er plötzlich 8? Die Kraft von einer Handtentakel entspricht der Anzahl deiner Handkarten. Okay. Warum ist der jetzt plötzlich so? Es ist, warum... Menno. Ah, okay, deswegen, okay. Jetzt möchte ich echt gerne diese Karte löschen. Die macht echt abartig viel Damage, aber von dem Damage werden 5 abgezogen. Das heißt, 4 gehen gerade mal rein. Ich könnte eventuell... Ja, wenn, dann höchstens eigentlich nur diese Mäuse rufen und dann, damit ich nochmal 2 extra Damage mache. Dann hätte ich 6. Nee, du, ich kill den. Ich kill den. Du verschieb erstmal nach rechts. Okay. Das ist gut. So, das dürften jetzt 9 Damage sein. 8 werden mir angerechnet. 7 kriege ich. Richtig? Besser als nichts auf jeden Fall. Oh, 6? Was? Wie habe ich mir verrechnet? Oder habe ich mich verguckt? I don't know. Irgendwas habe ich auf jeden Fall gemacht. Und theoretisch würde man das mit anderen Karten machen, könnte man das dann noch effizienter hinbekommen, denke ich mir mal. So, jetzt gib mir bitte eine weitere Totengräberkarte, ja? Ich weiß nur nicht, ob ich jetzt da haben will oder da. Kein Totengräber. Jeha, geilo. Ich riskier's. Yeah! Geilo. Der ist kostenlos? Oh, hör damit. Nee, der war doch nicht kostenlos. Die Marke war weg. Blödes Spiel. Bringt mich um meine Folien. Unsere Experimente müssen weitergehen. Ja, 2 gleiche. Oh, du hast die Karten? Ja, hier. Kannst du haben. Schließe deine Augen und guck nicht dem blutigen Gemetzel zu. Hier ist deine Belohnung. Okay.
Wieder zwei Mäuse. Habe ich die zwei Mäuse? Ah, habe ich bereits. Okay, cool. Macht aber scheinbar nur diese Karten. Ein bisschen schade. Wieder die Wächterdrohne. Habe ich die nicht? Ah, schade. Ich habe nicht die Wächterdrohne. Egal. Ich bin mir nicht sicher, aber ob der hier noch mehr macht. Eventuell nicht. Eventuell ist der Schlüssel das Einzige, was ich kriegen kann. Ist mein Deck? Ja, mein Deck ist gerade ein bisschen entleert worden. Sporenmäuse. Ich will die Sporenmäuse reinholen. Da. Okay, wohin? Dahin, glaube ich. Es ist Zeit, Herausforderin. Wähle den Wahrschreiber, den du ersetzen wirst. Oh, okay. Die da? Weil der scheint ja irgendwie zu warnen und vor allen Dingen ist er jetzt verschwunden. Also will ich theoretisch den nicht ersetzen. Der scheint ein ziemliches Arsch zu sein. Ziemliches Arsch. Der scheint ein ziemlicher Arsch zu sein, so rum. Der da, ja, keine Ahnung was. Und die hier will irgendwie alles vernichten? Ah. Ich nehme mal Grimora. Grimora ersetzen und zum Wahrschreiber der Toten werden. Ja, why not? Oh, okay. Das ging schnell. Leider hat mein Brunnen nicht den Schatz erbracht, auf den ich gehofft hatte. Und so sind wir gezwungen, einen weiteren qualvollen Zyklus zu durchlaufen. Wenn es nach mir ginge, ich würde alles löschen und uns in den ewigen höchsten Frieden führen. Nicht heute. Wer ist diesmal der glückliche Wahrschreiber? Ah, P03, der allerschlimmste von ihnen. Mach, was du willst, niederträchtiger Computer. Ah, elende Leichenfrau. Ich werde ihr Jammer nicht vermissen. Jetzt lass uns spielen. Wait, what? Du musst gegen den Wahrschreiber kämpfen, den du dir ausgesucht hast, aber eine fürs Finale aufgepeppte Version. Ah. Es wird also anders. Und was ist das? Das erinnert mich an das, was ich vorher hatte. Werde ich gegen den Mond wieder kämpfen? Ich hoffe nicht. Ich habe keinen 40 Damage. Ich habe mein Monstrum nicht. Hier, spiel mit Tentakel Joe. Ich lasse das einfach mal hier. Ist das diese Glitchkarte? Hat er jetzt diesen komischen, das Glitchmetall zu einer Karte verarbeitet? Etwas muss ich diesen Datenbagger allerdings zugestehen. Nicht so nutzlos, wie ich dachte. Das Gesicht. Oh ja, super. Was bist du denn? Die Kraft von... Ah ja, du spiegelst die Kraft von... dem da. Da steht, glaube ich, beschädigt. Aktiviert eine... entgegenstellende Kreatur mit Siegel flugfähig. Okay. Keine Ahnung, was das heißt. Bestimmt nichts Gutes. Das ist das Ticket!
Das war ein klein wenig zu laut. Oh, holy fuckeroni, war das gerade laut gewesen. Und scheinbar bin ich wohl wieder in der 3D-Welt. Und vor mir habe ich den Computer.